Weiter geht's mit Giant und der neuen tollen Waffe Raketenwerfer, wie ich hier lesen kann. Probieren wir gleich direkt aus. Zerstören Sie alle drei Holzklotzwerfer. Ja, das denke ich mal ist machbar. Welche Waffe schmeiß ich weg? Die hier. So. Was habe ich denn jetzt weggeworfen? Schild. Wie werfe ich denn eine Waffe weg? Ah, okay. Da. Sehr schön, Raketenwerfer. Mit 8 Schuss. Da dann so. Ich hoffe, hier werde ich nicht 3 Versuche brauchen. Sondern krieg das sofort hin. Ah, so weit. Keine Lust, so weit zu reisen. Okay. Das. Die können mich doch gar nicht sehen. Ich kann die ja auch nicht sehen. Da hinten. Wo muss ich denn lang? So. Ich glaube, der hätte Nachschub geholt. Ach, nee, bleib stehen. Gern. Ich treffe nicht. Was ist das denn da? Und geben die mir eigentlich keine Spritze. Joa, erster Versuch. Weiter geht's mit Versuch Nummer 2. Habe ich die Waffe aufgenommen? Nee. Ich habe sie nicht aufgenommen. So, jetzt aber. Da. Ist echt ganz schön hart, das Spiel. Vor allem, wenn man so schlecht spielt. Okay, da lang. Da lang, Alter. Sie müssen gleich anfangen zu schießen. Oder auch nicht. Wo? Ah, kommen sie von hinten. Noch einer. Und da oben ist ein Sniper wahrscheinlich. Der macht mir jetzt erstmal fett Damage. Oder auch nicht. Oh, guck mal, eine Kaserne. Ich werde langsam zu alt, Herr Sohn. Aber wo sind die? Genau da. Wow. Also das ist nett. Der Raketenwerfer ist richtig nett. So. Ja, Nummer 2. Oh. Ah, ich habe schon keine Waffe, keine Munition. So. Das war's. Wir müssen den Aufzug zum Geschenkladen nehmen. Den Aufzug zum Geschenkladen. Was ist denn mit mir los? Warum brenne ich die ganze Zeit? Okay. Das kann ich auch. Das kann ich auch, mein Freund. Ja. Lebt er noch? Hey, geh drauf. Ja. Geschenkladen. What the hell? Irgendwo da. Da ist ein Geschenkladen. Komm, kannst du dich mal beeilen? Wie hoch geht denn das? Wow, wow! Nein! Oh, Glück gehabt! Ah, Jetpack und Nitro for the win, ey. Dann bin ich auch so ungeduldig. Okay. Klasse Teamwork!
Glück, Jungs. Seht euch das hier mal an. Ich habe eine neue Bombe gebastelt. Damit können wir die Tür zu Timmys Gefängnis aufsprengen. Na los, Reg, hilf mir mal. Okay, die ist anscheinend schwer. Was zum... Das Ding nennt sich Pop-Up-Bombe. Ich habe sie so leicht wie möglich gemacht, damit du dich mit ihr auf dem Rücken problemlos bewegen kannst. Na los! Das ist es, das Dick Whittington-Gefängnis. Diese Türen sind die stärksten überhaupt. Hör zu, Jungs. Wenn ihr die Pop-Up-Bombe genau vor diesen Türen explodieren lasst, könnt ihr reingehen und Timmy retten. Glaubt mir, Timmy ist ein sehr guter Spion. Er wird euch garantiert sehr nützlich sein, wenn ihr es mit den Sea Reapern und ihren Zaubersprüchen aufnehmt. Hey, halt mal, Moment, Moment. Wer sagte denn hier was von Sea Reaper bekämpfen? Reg hat recht. Waffen sind eins, aber Zauber und Magie? Nix da. Genau. Und außerdem sind wir längst auf Planet Mallorca überfällig. Ach, Klappe! Hey, wo bleibt euer Kampfgeist, Kumpels? Was hätten wir schon auf Mallorca zu tun, außer uns den Pelz verbrennen, Gin Tonics zu schlürfen und mit mallorquinischen Frauen zu flirten? Also Timmy ist ja ein ziemlich starker Bengel. Er könnte vermutlich lernen, auf sich selbst aufzupassen. Hey, ich sollte euch auf eurer Reise begleiten. Was meinst du, Reg? Ist es weit weg? Haha, da sagst du was, Alter. Hey Leute, wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen. Mallorca kann warten. Ja, ja, aber klar doch. Timmy ist in Gefahr. Los jetzt, sprengt die Gefängnistüren. Ja, dazu sage ich mal nichts. So, wir gehen gleich Ahmed retten. Jetzt gibt's erstmal eine Pause.